Und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier zum Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, der Bio. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir sind die Linie 14 gefahren von Hauptbahnhof nach Eichenstraße. Jetzt geht's vom Hauptbahnhof nach Ostspeiche. Und das sollte dann eventuell denn die letzte Aufgabe oder letztes Missionsziel denn gewesen sein hier für diesen Sektor. Dass wir uns denn, ja, morgen Abend denn im Livestream denn uns um die neuen Missionsziele kümmern können. Erstmal müssen wir jetzt hier erstmal gucken, dass wir jetzt hier ein Fahrrad drauf kriegen. Also wählen wir jetzt einen weiteren. So, und ja, dann hast du das. Das können wir beauftragen, können wir bestätigen. Wir werden jetzt in die Linie Hauptbahnhof Ostspeicher fahren und dann schauen wir mal, was uns denn erwartet. Ja, in unserem hübschen neuen Design hier, welches wir in der letzten Folge ja angepasst haben. Und damit direkt Fahrt starten. Heute ist ein nationaler Feiertag. Mehr Leute als sonst werden den Bus nehmen. Oh, naja, warum nicht? Finden wir eine ziemlich coole Sache. Erstmal den Gang hier wieder rein und dann passt das. Zip. Das heißt, Kontrolle, 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 Kontrolle. Ja, eine Woche Standard drücken. 2 Euro. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln Standard drücken. 2,80 Euro. Die Arbeitergasse. So. Start natürlich wieder hier am Hauptbahnhof. Ostspeiche ist ja unser Startziel, wo wir ursprünglich mal angefangen hatten vor vielen, vielen Folgen. Ganz gar nicht glauben, dass wir schon so viele Folgen hier mittlerweile haben für den Bus-Simulator. Das ging noch wie im Fluge. Oh, das wollte ich gar nicht. Ah, shit. Und eigentlich nur den Tempomat anschalten. Na, so kann es passieren, ne? So. Det. Ja, also morgen denn ab 19 Uhr, 20 Uhr eventuell geht's dann los mit dem Livestream. Dann werden wir mal gucken, dass wir das da mal ein bisschen was erreichen. Werden wir jetzt wahrscheinlich dann auch öfter machen. Boah, was ist hier los? Bin ich hier alle rein? Das kriegen wir ja niemals mit hier alle. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, eine Woche Standard drücken und 2 Euro. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Student drücken. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Tag, Student, 2 Stück. So, wollen wir mal gucken. Augen, na klar. Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Klar. Klar. Ah. Hier. Ist das gar keine Schwarzfahrer mehr hier? Nein. Hier ist die Fahrkarte. Und ich dachte, ich hätte eine. Oh, nochmal. Sehr schön. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier, bitte. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Augenblick. Hier, bitte.
Klar. Klar. Hier, bitte. So. Ja, mal eben schnell. Zwei Leute. Ihr bekommt eine Post von uns, denn, ne? Bezahlt er denn bitte? Der Bus vielleicht ein bisschen voll heute. Ah, Kollege kommt auch schon. Oh, wo sollen die denn alle rein hier? Wo soll ich die alle hinpacken hier, mein Bus? Bitte eine Fahrkarte. Tag, Student, drucken. Ich hab eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingswort? Danke. Woche, Senior drucken. Danke. Ah, jetzt merkt man, jetzt geht die Performance echt noch weiter in die... Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Na klar, hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen... Schon gezeigt. Ich Ihnen schon gezeigt. Was? Ah, na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Bitte. Das ist das natürlich ein Problem, wenn der Bus denn so voll ist. Aber guckt euch das an. Der ist mega voll, der Bus. Also, dazu muss man sagen, Siegwalden, Lido. Immer diese defekten Straßen hier mit Schlaglöchern und so weiter. Sagt die Oma, weißt du? Was ist los? Keine perfekte Parkposition? So, schauen wir mal. Okay, hier vorne sind gleich zwei. Dieser ganze vordere Bereich eigentlich, der ist... Steigen viele aus. Einzeln, Standard, Brücken. Danke. Tschüss.
Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. Ich brauche einen Kaffee. Oh, weißt du, das Ding hatten wir jetzt ja auch vor kurzem, ne? Alle hatten sie, am 31. Oktober hatten sie Reformationstag und wir in Berlin mussten arbeiten, ne? Da hat auch keiner gejammert. So, Leute, Tickets. Hier ist die Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Was? Ach so. Hier. Was? Ach so. Was? Wo hab ich denn? Sie haben meine Fahrkarte. Klar. Was? Ach so. Na klar, hier. Ich hab ihn meine Fahrkarte. Oh. Ah. Den nächsten. Ja, genau. Er hat sie verloren. dass ihr alle kein schlechtes Gewissen habt. Oh, was ist los? Ist die Tür blockiert hier? Ach so, da will man ein Ticket. Tag. Standard. Und 3,80 Euro. Danke. Jetzt können wir mal gucken. Aber meiner Meinung nach müsste die Autobahnauffahrt jetzt hier zu sein, oder? Die ist offen, Tatsache. Steineck, genau. So. Cheat. Man hier immer hupen muss, bis sich hier irgendwas mal bewegt hier. Und ihr habt da alle Vorfahrt, ihr habt Vorfahrt. Ja, das scheint eine schwere Kunst zu sein. Das funktioniert ja auch in Omsi nicht so wirklich. Ja, so Verkehrsregeln. Wie gesagt, das klappt bei Omsi nicht. Und, warum sollte es hier im Bus-Simulator besser laufen? Komm, jetzt fahr. Fahr. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Oh, wir auch nicht, ne? Und Freitag übrigens, Leute. Also wenn ihr nur einen Job habt, wo ihr montags bis Freitag arbeitet, heute euer letzter Tag. Großartig. Meiner auch. Mein letzter Tag heute. Dann haben wir noch eine Woche. Dann ist, Urlaub angesagt. 2 Wochen lang. Und dann gibt es dann unser 2000 Abonnenten Special. Und da werden wir auch den Bus-Simulator spielen. Also, 20-Stunden-Stream steht an. Also wenn ihr Bock habt, auch da könnt ihr gerne dabei sein. Ich brauche eine Fahrkarte. Mal kontrollieren, wo die alle einsteigen halt, ne? Und nicht halt immer, aber ich frag eh alle wieder. Von daher ist mir das eh wurscht. Standard. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. 2 Wochen. Standard. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Student. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag, Standard. Eine Fahrkarte bitte.
einzeln Student. Was? Ach so. Sie haben meine Fahrkarte schon. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine Fahrkarte schon gezeigt. Das glaube ich gar nicht. Sie haben meine Fahrkarte schon gezeigt? Sie haben meine Fahrkarte. Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkartchen schon gezeigt. Hier. Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Na klar. Oh nein, ich habe sie vergessen. Oh, und schon wieder. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Was? Ach, habe ich Ihnen schon gezeigt. Wo hab ich? Na klar. Was? Sie haben meine Fahrkarte. Hier, bitte. Oh nein. Und schon wieder. Zeigt mir aber ein Ticket hin. Das hat sich doch gelohnt hier, die Schwarzfahrer. Das waren bestimmt mal locker heute, ja, 600 Euro oder sowas, die wir jetzt nur durch Schwarzfahrtnetze hier eingenommen haben. Ostspeiche, Endstation. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ja, Sunny Springs, Bus-Simulator 16. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ach, das ist immer so schön, wenn du denn hier stehst und nicht vorwärts kommst. Tschüss. Ja, war voll. Heute hatten wir einen breichenvollen Bus. Ich glaube, so voll war der Bus noch nie in irgendeiner Folge gewesen. Und das dann auch natürlich mit dem kleinsten Citaro, den wir hatten. Oh Leute, steigt doch mal ein bisschen schneller aus hier. Ja, das abrupte Bremsen hat ein bisschen. Ja, Schwarzfahrgebühr, 600 Euro. Immerhin die 600 Euro haben wir. So, Missionsziele. Ja, sehen wir. So, jetzt fahren wir nämlich noch einmal unser kurzes Stück hier werden. Fahren. Und, du bist in der Rush-Hour-Verkehr geraten. Was ist denn heute los hier? Tag, Standard, Brücken. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Tag, Student 2. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag, Standard. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist echt nicht mein Wetter. Nächster Halt.
So, wenn wir jetzt das abgeschlossen haben, sollten wir die Missionsziele wohl erreicht haben. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Einzeln, Senior. Danke. Es ist eine Fahrkarte-Uhrzeit. Danke. Ich bitte eine Fahrkarte ab. Hier. Augenblick. Was? Wo? Hier. Hier. Wo hab ich denn? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist... wo hab ich denn? Klar. Hier, bitte. Hier. Na klar. Na klar. So, alle ein Ticket. Nordspeiche. Ja, hupen kann er. Also ein bisschen Musik hören wäre auch mal schon cool hier. Aber naja, so ist das. Ja, Folge wird heute wieder mal ein bisschen länger. Aber ich würde das gerne hier heute abschließen. Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Eine haben? Wochenkarte bitte. Standard. Danke. Ja, bitte. Und eine weitere Woche. Standard. Ja, bitte, bitte. Gut, dann haben wir mal jetzt Daumen drücken, dass wir jetzt eventuell die Missionsziele jetzt endlich mal erreicht haben, dass wir es geschafft haben. Und dann können wir mal gespannt sein, was denn so die nächsten Aufgaben hier sein werden im Bus-Simulator. Ach, Mann. ...16.804 haben wir bekommen. Sind noch keine Level aufgestiegen. Aber ey, wir haben schon mal 305.000. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. So, Streckenplan, wie sieht's aus? Nein, haben wir nicht geschafft. Weil ich, Idiot, auch kein Fahrer aufgesetzt habe. Oh, nee,
Nee. Stimmt, ja, stimmt. Ich erinnere mich, da was vergessen zu haben. Fahrer zuweisen. Wahrscheinlich werdet ihr euch schon an die Stirn geklatscht haben und gedacht haben, oh Gott, ist der bescheuert. Wann kriegt der das irgendwie mal mit? Jetzt. So. Nochmal. Es ist halt blöd, weil wir halt mindestens halt 3 Haltestellen oder 4 Haltestellen benutzen müssen. Aber jetzt sieht es heute mal ein bisschen harmloser aus. Mal gucken, ob wir jetzt hier schnell durchrushen. Ja. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Senior drücken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? 19 Standard drücken. Oh nein! Ich bin eingeschlafen. Ja, dann hast du nicht lange geschlafen, weil wir stehen ja erstmal hier. Eine Fahrkarte, bitte. 19 Senior drücken. Shoot. Kann nicht schaden, so machen wir immer noch ein bisschen Geld. Fahren Sie ein Rennen? Eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Boah. Das war ein bisschen knapp jetzt. Sobald du auf den Bürgersteig fährst, Burger, musst du eure Strafe zahlen. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Immer an der gleichen Stelle stehen wir hier. Boah, Alter. Mittlerweile schon so eine Abwehrreaktion von Omsi. Sehr pünktlich, danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag, Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Senior. Bin mal so frei, nimm mir einfach mal die Vorfahrt hier. Jetzt aber sollte das hoffentlich jetzt gesessen haben.
Wir haben halt die Fahrer mal den halt auf in der nächsten Folge nochmal eingestellt. So, und da haben wir sie. Yes! Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meyerheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Witzig finde ich, die Hafenverwaltung freischalten. Mhm. Und was meinen die mit alle Bushaltestellen benötigen Level 3? Das könnte auf jeden Fall ein bisschen länger dauern tatsächlich. Ah, hier hinten haben wir jetzt Port Amber. Aber sonst haben wir... ja, nichts soll ich dazu bekommen, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube, ja, nur Port Amber haben wir dazu bekommen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das denn jetzt machen. Sehe ich denn irgendwo meine Haltestellen? Verbinde die hervorgehoben? Ja, ja, das ist klar. Ach, das sehe ich jetzt erst. Guck mal, es werden sogar die Haltestellen angezeigt. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier kurz mal hier nachher vorheben, dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel, dass jetzt nämlich da die Haltestellen blinken. Seht ihr das Ganze? Ja, hier jetzt, die blinken jetzt. Wenn ich das jetzt zum Beispiel rausnehme und jetzt die Hafenverwaltung, dann seht ihr, dass da zum Beispiel nur der eine Punkt leuchtet. Oh. Der da. Ah, das macht es natürlich schon wieder alles ein bisschen einfacher tatsächlich. Nun gut, Leute. Würde ich sagen, das schreit nach einem großen Objekt hier, Projekt hier für den Livestream. Also wie gesagt, morgen ab 19 Uhr, 20 Uhr, denke ich mal, geht's los. Dann machen wir bis 24 Uhr, bis 1 Uhr mal gucken, je nachdem. Werden wir dann hier uns mit dem Bus-Simulator hier rumschlagen und werden natürlich hoffen, dass wir das Missionsziel hier so schnell wie möglich hier abschließen können. Also, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt hier von dem Bus-Simulator, dann unbedingt wieder einschalten beim nächsten Mal, wenn ihr hier das erste Mal neu seid. Dann unbedingt den Abonnier-Button drücken, damit ihr zukünftig hier nichts mehr verpasst. Und sonst schaut doch mal bei unseren anderen Projekten vorbei, Omsi Lotus und so weiter. Das sind auch alles epische Projekte. Ich verabschiede mich hier. Falls wir uns nicht sehen sollten im Livestream, wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und bis dann.